Hilfe, mein schönes Elektroauto bekommt keinen Sprit mehr. Die Bundesnetzagentur schaltet jetzt meine Wallbox ab. Ich muss ab sofort laufen. Was hinter dieser provokanten Aussage steht, das wird uns jetzt Felix erklären. So, jetzt haben wir doch viele Menschen fürs Elektroauto begeistert und sagen, ist alltagstauglich, super Sache. Und jetzt sagst du, oh Gott, ich brauche eine Wallbox, da kommt nichts mehr raus, Hilfe. Ja, also vielleicht vorab schnell, das im Intro genannte Sprit als Energiequelle ist vielleicht nicht das Richtige, sondern wir reden über Strom. Ja. Und du hast schon recht, und damit werde ich auch öfters konfrontiert, dass es heißt, ja, wenn jeder eine Wallbox zu Hause hat, dann ist das Netz überfordert, dann kommt es zu Blackouts. Kann ich schon nachvollziehen und sind auch natürlich unter dem Aspekt noch, was noch hinzukommt, dass wir immer mehr erneuerbare Energien als Energiequelle haben. Natürlich noch anfälliger, ja, es scheint nicht immer die Sonne, es wird nicht immer Wind sein, der für Energie sorgt. Von daher kann ich das nachvollziehen, aber die Bundesnetzagentur hat eben für diesen Worst-Case-Blackout jetzt Regelungen getroffen und neue Regeln an den Start gebracht, die man jetzt mal kurz beleuchten können. Also das macht schon Sinn. Also die Intention ist dahinter, dass es nicht blub macht und keiner hat mehr Strom, sondern zu sagen, wir haben inzwischen Geräte, die man steuern kann. Genau. Und da können wir auch Last aus dem Netz nehmen. Ganz genau, ganz genau. Und okay. das ist die Idee, um einfach so ein Blackout-Szenario schon vorzubereiten und nicht wahllos dahin zu kommen. Das bedeutet, die Bundesnetzagentur hat neue Regeln definiert, die dem Betreiber von Niederspannungsnetzen die Möglichkeit gibt, Wärmepumpen, Wallboxen, aber auch Batteriespeicher zu drosseln, also von der Ferne zu steuern. Niederstromnetze, das sind genau wir, 220 Volt plus genau. Starkstrom, also nicht die Riesenkabel, die zur BASF führen. Genau, okay. Ganz genau. Ja. Und als Gegenzug dazu, also natürlich eine Verschlechterung für mich als Verbraucher, weil mir wird hier eingegriffen und ich habe eigentlich eine Möglichkeit, zum Beispiel mit 11 Kilowattstunden mein Elektroauto zu laden, werde da gedrosselt. Bedeutet, dass ich ja auch irgendwo wieder profitieren muss. Und die Idee dahinter ist, dass solche Verträge dann günstiger sind. Ja, also dass Kundinnen und Kunden eben mit einem besseren Tarif dann davon profitieren, dass da aus der Ferne gesteuert wird. Okay, aber im Idealfall habe ich das Szenario, ich komme abends um 6 Uhr nach Hause von der Arbeit, hänge mein Elektroauto an die Wallbox. Eigentlich ist es mir verhältnismäßig wurscht, ob es mit 11 oder 4,2 Kilowattstunde geladen wird. Am nächsten Morgen fahre ich los, merke vielleicht gar nicht den Unterschied, dass nachts gedrosselt wurde, habe aber auf der Stromrechnung vielleicht 40% weniger Kosten. Ganz genau. Also kann es durchaus was Positives sein. Ganz genau, so sieht es aus. Ja, also da wird quasi je nach Situation drauf eingegriffen. Manche machen das schon bewusst zu Hause, also die laden gar nicht mit 11 kW dauerhaft ihr Elektroauto, sondern eben wie du sagst, weil sie wissen, das Auto hängt jetzt die nächsten 12 Stunden an der Wallbox. Die drosseln schon ganz bewusst runter, aber hier wird man halt aus der Ferne fremd gedrosselt werden. Und das hört sich ja erstmal sehr negativ an. Ja? Und dass das eben entsprechend nachvollziehbar und attraktiv ist, wird es mit einem günstigeren Preis aber versehen. Aber jetzt schlummert ja in dir ein halber Ingenieur, in mir nicht. Mhm. Geht denn das einfach mit jeder Wallbox? Nee, die Wallbox muss natürlich fernsteuerbar sein, aber die neuen Wallboxen können das alle. Mhm. Muss man auch dazu sagen, alle vor dem 01.01.24 installierten Wallboxen sind davon nicht betroffen. Also die haben ihre alten Regularien, alle neu installierten schon. Und jetzt kommt es dann halt auch wieder drauf an, wenn der Verbraucher merkt, okay, ich könnte einen günstigeren Tarif haben, wenn ich dieser Drosselung zustimme, dann kann er jederzeit wechseln. Aber er muss nicht. Mit älteren Geräten? Genau, auch also mit älteren Geräten. Die sind aber auch alle, die müssen alle kommunizieren können. Ja, aber in der Regel geht man davon aus, dass das die meisten können. Ja, jetzt fällt natürlich schwer, Blick in die Glaskugel. Ja.
Wird es viele treffen oder sagst du, das wird gar nicht so schlimm, ist jetzt ein bisschen Panikmache, nur ein Joker, den die Bundesnetzagentur hat? Nein, ich finde es grundsätzlich immer gut, wenn man Dinge vorbereitet, bevor sie kommen und auch Antworten hat, wo Fragen sind. Mhm. Und das ist schon der Fall, dass hier Fragen sind, also diesem Mythos, wenn alle eine Wallbox haben, dann funktioniert kein Licht mehr in der Straße. Mit dem werde ich ab und zu auch konfrontiert oder das höre ich. Und jetzt hat man da einfach eine Regelung kreiert, um diesen Fall zu regeln. Ja? Und die Alternative wäre ja, wenn es wirklich so weit kommen würde und man hätte diese Drosselung nicht als Regel, dass man dann irgendwann wirklich abstellen müsste. Und ich glaube, mit der Regelung kommt man dahin, dass man diesen Worst Case, dass es wirklich einen Blackout gibt, nicht zu haben. Ja? Und von daher finde ich es gut. Was man natürlich dazu sagen muss, die Umsetzung, das wird noch dauern. Also die Netzbetreiber haben, glaube ich, Zeit bis 2028, das dann zu regeln. Das ist jetzt nichts, was von heute auf morgen funktioniert, aber auch kein akuter Bedarf, weil es jetzt gerade knapp wird. Aber man will natürlich ausbauen, Wallboxen mehr und mehr installieren und dann ist das eine sinnvolle Entwicklung, eine sinnvolle Regelung von der Bundesnetzagentur. Aber jetzt würde ich, glaube ich, noch gerne dazu ergänzen. Ja. Wir haben ja schon gemerkt, oft wenn wir in die Zukunft geblickt haben des Elektroautos, dass es auch ein sehr emotionales Thema ist. Es ist ja nicht allein das Elektroauto, was die Netze belastet. Auf gar keinen Und wenn Fall. Wir mehr erneuerbare Energien haben, wird genauso die Waschmaschine, die abends noch mal um 18 Uhr Ganz oder der genau. Christbaum am 24. Dezember, der 18 Millionen Mal in Deutschland angemacht wird, ja. genauso. Und das Elektroauto bringt ja indirekt Flexibilität, was ja nicht alles in den Netzen genau, genau. ist. Also das will ich auch nochmal sagen, ausdrücklich, Haushaltsgeräte sind bis jetzt davon nicht betroffen, mhm. ja? weil man das sagt, die haben Vorrang, die sind wichtiger. Mit dem Auto, mit der Ladung von einem Auto geht man halt, so wie du es auch gesagt hast, davon aus, dass immer ein längerer Zeitraum zur Verfügung steht, um trotzdem Energie dorthin zu transportieren. Und das ist auch die Erkenntnis, dass es eigentlich viel mehr Ladezeit zu Hause hat, wenn die Wallbox da ist, wie es eigentlich benötigen würde. Ja. Und eben dann muss ich nicht mit 11 kW laden, sondern dann reicht es. Und die Drosselung, das werden dann 4,2 Kilowatt sein. Also das ist jetzt nichts, was minimalst ist, nur noch 1, irgendwas, sondern mit 4,2. Und bei einer Batterie, die irgendwo 40 bis 60 Kilowattstunde hat. Und aus der Erfahrung nie ganz leer ist, bist du immer über Nacht wieder voll. Also, okay, ja. gut. Von daher, Regelungen getroffen, vorbereitet, sinnvoll das so zu tun. Und kein Argument zu sagen, nee, jetzt mag ich Elektroautos nicht mehr. Nee, eher ein Grund weniger zu sagen, okay, ich bin vorbereitet, man kann sich vorbereiten drauf, das passt so und klingt gut. Wunderbar, danke, dass du uns darüber informiert hast. Wir sind stolz bis heute darauf, dass wir jedes Kommentar wirklich beantwortet ja. haben. Wenn noch Fragen sind, Anregungen, Kritik, Dinge, wo wir vielleicht gar nicht drauf eingegangen sind oder gar nicht gewusst haben, ab in die Kommentare. Wir werden darauf antworten. Natürlich freuen wir uns auch über jedes Like, über jedes Abo. Dann hoffe ich, dass wir uns zukünftig auch immer über die Neuigkeiten aus der Elektromobilität hinweist. Dankeschön. Danke.